Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, im letzten Let's Play habe ich euch gezeigt, wie hier meine Kernbrennstabproduktion, die ersten Kernbrennstäbe produziert hat, ja, sich alle Ressourcen schön in der Fabrik verteilt haben, erst Uran-Pellets produziert wurden, danach die Kernbrennstäbe und ja, ich habe ja einen Livestream gemacht am Mittwochabend. Waren gute 2 Stunden und heute ist Donnerstag, der 9. Dezember, also einen Tag nach dem Livestream. Ja, habe ich bin ein bisschen so AFK herumgestanden, also nicht hier im Strahlungsbereich, bisschen abseits, fast nochmal 2 Stunden und man staune, alles voll, komplett voll mit Kernbrennstäbe. Es wird aber noch nichts strommäßig produziert, wie man hier sieht. Merkt euch mal hier eine Zahl. Ich sag mal, was haben wir hier? Stromkapazität. Tun wir aufrunden. Also einen guten Mittelwert. Sagen wir 27. Ja, weil das schwankt doch ganz schön. Sagen wir 27,3. Das werde ich mir zugleich mal hier notieren. Jetzt werde ich mal gut vorbereitet, wenn man hier keine Schmierblätter zu Hand hat, also 27,3 Megawatt. 27.000, oh Gott. 27.300 Megawatt. 27,3 wäre wenig. Genau, jetzt stauen sich hier schon die Kernbrennstäbe. Und ich würde sagen, ich schmeiße das Ganze jetzt mal an. Also erstmal hier den hinteren Bereich. Damit ja erstmal ein paar Atomkraftwerke Strom generieren können und ja, weil die ganzen anderen Pumpen, ich kann kurz mal hier schauen, genau, ich habe hier schon gerechnet, 300 Pumpen habe ich noch zusätzlich hinten auf dem Ozean, wir brauchen 6000 Megawatt, also ist jetzt nicht so viel, aber erstmal eins nach dem anderen, also jetzt kommt der Speicherfreeze, natürlich super. Ja, Züge grüßen auch. So, und dank moderner Videoschnitttechnik war der Speicherfreeze relativ kurz. Jetzt sind wir schon hier. Kann ich irgendwo schauen, wie der Strom? Irgendeinen Strommast aufstellen oder sowas, wäre cool. Halt, komm, Snap-Punkt. Jetzt sind wir da hier. Können wir gleich mal nachschauen. Obwohl, nee, brauchen wir nicht, ich bin ja doof. Nee. Ich kann bloß hier bei den Schaltzentralen schauen. Genau, jetzt haben wir hier die 3 Wasserpumpen. Pumpstation 1, 2, 3. Wie ich schon öfters hier gezeigt habe, hier hinten ist die Pumpstation 1. Hier haben wir Pumpstation 2, Pumpenpark. Und hier ist die Pumpenstation 3. Ich würde sagen, Pumpstation 1 schmeißt man mal an. Sekunde, ich habe hier einen Hauptschalter. Pumpstationen, genau. Aha, jetzt hat der Strom. Ja, okay, jetzt sind wir bei 28.000 Megawatt. Ja, wie gesagt, das schwankt ganz schön. Die Frage, ob das jetzt nach oben geht. Logischerweise, wenn ich jetzt mehr Strom produziere mit Atomkraft, produziere ich zugleich auch Atommüll. Aber ein paar Minuten kann man es auf jeden Fall verkraften, ohne dass jetzt die Atommüllproduktion jetzt extra starten müsste. Gehen wir schnell zurück. Oder fliege, gleite. Okay, okay. Also die Pumpen hier, wie man sieht, haben Strom. Fördern hier gleich mal Wasser. Das Wasser, hoppla, fließt hier in die Atomkraftwerke rein. Und es funktioniert. Jetzt ist schon 54.000 Megawatt. Boah, hier sieht man die Linie. Hammer. Und es steigt. Hä, was ist das für ein Geräusch? Hat es da drin, oder?
Ja, cool. Ah, sieh mal, den Strom ausputzt habe ich. Boah. Okay, okay, okay. Ja, Atommüll habe ich ja im Dienst jetzt noch keinen, oder? Produziere ich jetzt schon 10 pro Minute. Oh ja, doch. Da ist Atommüll unterwegs. Okay, okay, okay. Aber es ist noch relativ überschaubar, weil hier im Lager wird sich das stauen. Eieiei, muss er dann die Atommüllproduktion auch noch anschmeißen? Eieiei. Okay, jetzt produziere ich zu viele Kernbrennstäbe anscheinend. Ja, okay, da machen wir Nägel mit Füßen. Ne, Füße mit Nägel halt. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Hypertube. Eieiei. Okay, ich brauche den anderen. Lauf halt, lauf, 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 lauf. Okay. Nicht, dass ich irgendwie Bockmist produziere. Also hier unten kann sich alles hier schön verteilen. Das ist nicht das Ding. Ins Lager können auch was rein. Sollte. Es sollte was ins Lager rein. Schnell. Wow, es laggt. Das heißt, wenn wir wieder hier in der Stromverteilerzentrale. Kurz mal hier schon Pumpstation 2. Okay, ist ziemlich. Ja, ist nicht ziemlich konstant, aber. 50.000, ja, schon mal nicht schlecht. 360.000 habe ich hier angepriesen. Ich riskiere es mal. Okay, jetzt dauert es eine Weile, bis jetzt hier mehr Strom kommt. Ich muss jetzt hier gleich mal die Atommüllverwertung anschmeißen. Mixer, ja, von mir aus. Die Teilchenbeschleuniger. Plutoniumzellenproduktion, ja, alles, alles starten. Betonproduktion. Wasserextraktoren für die Betonproduktion und Kalkstein Miner. Okay, okay, das läuft alles. Kannst du mal schauen, stromtechnisch. Ah, ja, okay, okay, okay. Verbraucht durch momentan 29.000 Megawatt, okay, nicht schlecht. Ich sollte mal schnell zu einer Bahnstation und den einen Zug losschicken, der letztendlich Schwefelsäure und Salpetersäure hier bringt. Beziehungsweise, was bringt er noch? Was bringt er noch? Hier andere Sachen. Okay, hier ist eine Bahnstation. Jetzt haben wir hier. Oh, okay, okay, okay. Fahrplan. Welcher Zug bist du da hinten? Linie 18. Anschalten. Genau. Der startet jetzt. Er fährt in diese Station rein. Wollen wir schon hier. Schau kurz rein. Okay, 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 okay. Jetzt dauert es natürlich eine Weile. Aber ich muss schnell hinter zur Atommüll. Verwertungsproduktionsanlage gedünnt. Hab die Anlage noch gar nicht angeschalten. Dann sagen wir mal Fahrplan bearbeiten. Oh Gott, Panik. Was war das hinten? Linie 18. Linie 18. Da steht der Zug. Ist klar, weil der Linie 18. Genau. Dann speichern, Fahrplan anschalten. Und los geht's. Eieiei, spannend. Sehr, sehr spannend. Weil jetzt produziere ich richtig viel Atommüll, hoffentlich nicht zu viel. Ich weiß nicht, wie hier mein System mit zu viel Atommüll umgeht. Aber eigentlich müsste alles verarbeitet werden können. Eigentlich, eigentlich. Dass hier jetzt ein bisschen laggy wird, ist eigentlich ja verständlich. Schon irgendwie verständlich, weil so viele Anlagen gleichzeitig angelaufen sind, so viele Ressourcen gleichzeitig verbraucht wurden. Genau. So, bleiben wir kurz mal hier stehen. Oh, ich brauche schnell hier was zu fliegen. Genau, geht ein bisschen schneller. Hier schmeißen wir jetzt auch alles an. Hauptschalter an.
Boah, hier, Strom. 312.000 Megawatt. 332.000. Ist das alles offline? Nein, ist ausgeschalten. Nein. An. An. Habe ich es ausgeschalten? Also produzieren, produzieren. Alles an? Alles an. Sehr gut, sehr gut. Geschenke unterwegs, sehr schön. Ich hätte den Zug mal schnell mal weg. Genau, es laufen alle Anlagen, was irgendwie für die Atomkraft ja, notwendig sind. 300, was? 352.000, 354.000 waren es kurz. Okay, man sieht, das schwankt hier so ein bisschen. Ja, noch. Was soll ich mit so viel Strom? Was? Was steht hier? Achso, okay. 360.000. Habt ihr es gesehen? Ganz kurz waren es 360.000. Dann 58.000. Sollten ja 360.000 Megawatt ja dazukommen. Dazu. Das heißt, wenn ich 27.300 plus 360.000. Habe ich Nuller vergessen? Nee, sind es 387.300 theoretisch so im Schnitt. Ja, es dauert natürlich eine Weile, bis auch alle Atomkraftwerke letztendlich das Wasser bekommen haben. 363.000, okay, so 360.000 eingependelt. Nicht schlecht. Genau, wenn jetzt hier der Zug gleich kommt, der hier für die Atommüllverwertung des Zeug abholt, hier Schwefel. Okay, wird gut gefüllt. Gut gefüllt. Da kommt eh schon. Hier haben wir Kühlkörper, hier sind andere Sachen unterwegs. Genau, oh, ein bisschen wenig. Ist gut gefüllt, passt schon. Schnell nach vorne. Kann ich einsteigen? Genau, einsteigen. Bin mal Co-Pilot. Mitfahrer. Genau, jetzt bitte einmal laden. Boah, das sieht cool aus. Nach links, nach rechts und einmal hinten werden die Wassertanks abgeladen, die auch wieder zu 100% für die Schwefelproduktion verwendet werden. Also optimal. Jetzt bloß die Frage, wird das ganze Wasser abgeladen? Denke schon, oder? Ja, das ganze Wasser wird abgeladen. Theoretisch die letzten zwei Waggons sind leer. Ja, sieht man von hier schwer. Genau, einmal hat er gehupt, einmal habe ich gehupt. Ja, aber wie man hier sieht, es funktioniert. Es funktioniert. Sehr schön. Genau, fahren wir mal Richtung Atomkraftwerke weiter. So, langsam kommen wir jetzt in die Nähe wieder vom Atomkraftwerk. Keine Ahnung, ob die Teilchenbeschleuniger jetzt hier schon online sind. Mach ja du, die Atomkraftwerke. Krass, was oben rauskommt. Okay, der fährt auf jeden Fall hier geradeaus rein. Sehr schön. Wird auch jetzt hier abgeladen. Boah, ich komm schon in die Stadt an, ey. Ist aufgeregt, bin. Dann steigen wir hier mal aus. Aus der Perspektive sieht man das Ganze natürlich noch besser. Da hinten wird jetzt wieder Wasser aufgeladen. Also den nächsten Wasserbehälter, logischerweise. Hier haben wir Schwefel zweimal. Hier Salpeterzeug oder umgedreht. Also jetzt kommt, ja. Hä? Was? Warum hast du den Waggon nicht ganz abgeladen? Also den Kühlkörper deswegen. Ah, der hat nicht so viel Kühlkörper gebraucht. Ja, okay, die werden ja oben gebraucht, hier oben. Und hier. Okay, die werden auch da oben gebraucht. Also ist es noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Aber hier ist es schon mal sehr gut, dass hier der Quarzsand in diese Richtung fließt. Das heißt, dass die Mixer schon mal in Betrieb sind. Und das schauen wir uns mal schnell an, beziehungsweise ich gehe nochmal dahinter und schauen wir, wie jetzt hier die Kernbrennstäbe reinströmen.
Genau, wieder Schutzanzug angezogen. Hier einmal durch die Hypertube fliegen. Oder wie man es immer nennen will. Blopp, schon zum Terrasse. Hier, ja, Strahlung. Das hier Strahlung ist, ist glaube ich, normal. Oh, was hier Atommüll ist. Eieieiei. Okay, also auf den ersten Blick passiert hier nichts. Aber Atommüll, ja hoppla, was da unterwegs ist. Was da Atommüll unterwegs ist. Ja hoppla. Okay. Hey, die Kernbrennstäbe stauen sich schon ganz schön weit. Hä, sind jetzt gerade nachgerutscht? Nee, oder? Ich warte mal kurz. Kurz mal schauen. Okay, die sind gleich weg, die sind gleich weg. Sehr gut, sehr gut. Bleiben wir kurz mal stehen. Kurz mal schauen. Was ist hier passiert? So ungefähr. So, dann sehen wir es ein bisschen, ja, aus der Perspektive. Jawohl, rutscht nach. Sehr gut, sehr gut. Es rutschen wahrscheinlich mehrere nach, oder? Weil alle Kernkraftwerke gleichzeitig, jawohl, in Betrieb genommen wurden. Hm. Passiert relativ wenig. Also eigentlich müsste genauso viele Kernbrennstäbe, wie ich produziere, verbraucht werden. 28,8 Stück pro Minute. Ich höre sie erstmal nicht viel an, aber hier sieht man es. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Nimmt meine Kernbrennstäbe bitte. Halt, gehen wir hier nach oben. Genau. Hier Pipeline ist auch, oh, relativ gefüllt. Hä, entweder kommt hier. Ah, okay, hier ist. Hä? Schafft die Pumpe das nicht, oder? Doch, eigentlich schon. Okay. Jetzt strömen die Kernbrennstäbe nach. Sehr gut, sehr gut. Ah ja, ein bisschen zu lange gewartet. Hätte ja schon früher das anschmeißen müssen, weil, ja, man sieht es ja hier. Ist ja bloß die Frage, wie weit sich die Kernbrennstäbe jetzt hier in die Anlage reinstauen. Das kann man natürlich auch gleich mal begutachten. Aber man sieht ja, ja, jetzt geht was, jetzt geht was. Oh, ein Geschenk für mich? Oh, Balkonlicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. So soll das sein. Oh ja, jetzt werden die Kernbrennstäbe genommen. Hier dauert es natürlich noch eine Ewigkeit, ja. 300 Sekunden dauert es, bis ein Kernbrennstab abgebrannt ist. Genau. Jetzt gehen wir schnell, nein. Ja, egal. Ich wollte ja hier Treppe rauf gehen und oben mal schauen, was da los ist. Aber ja, kann ein bisschen abkürzen. Bisschen abkürzen? Ja, gehen wir hier rauf, ist ja egal. Die Etage ist die gleiche. Gehen wir hier nach oben. Okay, hier sind die Plutonium Pellets, kein Ding. Interessieren mir erstmal nichts, gehen hier nach oben. Das war genau die falsche Richtung. Okay, hier sind keine Kernbrennstäbe. Okay, jetzt kommen wir langsam dahin, wo die Kernbrennstäbe hier aus dem Gebäude rauskommen. Ah ja, so viele Kernbrennstäbe schauen sich hier dann doch nicht. Hier schaut sich ein bisschen. Okay. Solange es nicht mehr werden, ist alles okay. Die MK3-Band reicht ja völlig aus. Wie gesagt, sind 28,8 Stück pro Minute. Und MK3-Band schafft ja 270 Einheiten pro Minute, wie man weiß. Aber für meinen Geschmack staut sich ein bisschen zu viel. Entweder. Ja, halt, ein paar Strommasten. Jetzt haben wir keinen Strom da, oder? Hm. Egal. Hier kann man schnell nach unten. Hier geht schnell nach unten. Das abkürzen. Genau.
Ich weiß ja jetzt nicht, ob alle Atomkraftwerke jetzt Wasser bekommen. Könnt ihr hier im Rennen schauen? Kein Wasser. Oh. Deswegen schwankt es auch so. Die bekommt kein Wasser. Okay, das so wie hier ist ganz gut, oder? Ja, kann man gleich so lassen. Ja, es hat einfach die Ewigkeit, bis hier das ganze Wasser mal ankommt. Deswegen braucht die Anlage auch ewig, bis hier das Zeug mal verbraucht wurde, logischerweise. Kurz mal hier nach vorne schauen. Wo ist die Pipeline? Da ist die Pipeline. Pipeline. Wie komme ich da hin zur Pipeline? Habe ich ja super gebaut, echt super. Okay, hier kannst du mal schauen. Ja, die ist gut gefüllt. Die Pipeline ist gut gefüllt. So, eine Pipeline liegt. 50 Kubikmeter pro Minute, oder? Ne, 300, genau, heißt das ja 300. Wenn ich die mal kurz ausschalte, das Wasser kurz stauen lasse und jetzt wieder anschalte, bringt das was? Ja, ja, doch, bringt was. Bringt was. Ich kann die Atomkraftwerke aber alle nicht auf einmal ausschalten. Es geht halt nicht, ich muss alle einzeln ausschalten. Eieiei, Katastrophe. Das Problem ist halt, ich kann die Kernbrennstäbe und das Wasser nicht in die Atomkraftwerke reinleiten, gleichzeitig, ohne dass die Atomkraftwerke anspringen. Das geht halt nicht. Genau, schauen wir hier mal zur Atommüllverarbeitung. Okay, schaut ja ganz gut aus. Jetzt kommen wir hier in den extremen Strahlungsbereich. Hier kurz mal schauen. Wie sieht es bei dir aus? Oh ja, alles cool. Alles cool, passt schon soweit. Ja, wie man sieht, hat sich das Ganze hier langsam eingependelt bei 350.000 Megawatt. Aber irgendwie fehlen ja immer noch ein paar tausend Megawatt. Ja, natürlich dauert es noch eine Weile, bis das Wasser, wie gesagt, vollständig hier angekommen ist. Hatte Licht haben wir natürlich auch im Angebot. Schauen wir kurz hier rein. Zu dem Mixer. Okay, da ist natürlich super unfreundlich gebaut hier. Wir kommen jetzt hier nach oben. Hier vorne müsste irgendwo eine Tür sein. Ne, falsch. Nach oben. Hier geht's unten. Ah, hier. Oder gehen wir hier entlang. Okay, kurz mal reinschauen. Also hier haben wir Uranabfall und Quarzsand, Salpetersäure und Schwefelsäure. Und bekommen hier das nicht spaltbare Uran raus. Es geht hier nach oben. Ja super, wir können hier oben drauf schauen. Nee. Tut mir leid. Also fliegen, aber es ist ja keine Treppe oder keine Leiter. Doch hier. Wow. Hier ist Leiter. Nein, Leiter. Ich will die Leiter nehmen und gehe vorbei. Ah, okay. Jetzt sieht das gleich besser aus. Entweder laufen die nicht alle. Oder. Ja doch, die müssen eigentlich alle laufen. Ist alle grün, oder? Ja, da hinten sind ein paar orange, wollte ich sagen. Nein, gelb. Warum sind die gelb? Das ist die Frage. Wahrscheinlich, weil. Weil einfach noch nicht überall der Atommüll angekommen ist. Das Ganze ist ja kaskadiert. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, das wird sich aber bald ändern. Sobald die vordersten Anlagen voll sind, stauen sich das Ganze weiter nach hinten und damit gehen auch die hintersten Anlagen in den vollen Betrieb. Okay, dann schauen wir hier das Nachbargebäude mal rüber. Hier sollte eigentlich auch Atommüll raufkommen, oder? Atommüll. Bis
bisschen unscharf hier, oder? Oder gehört das so? Okay, da läuft auch langsam an die Anlage. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal dahin, wo das Wichtigste passiert. Oder, ja, nicht das Wichtigste, aber was wichtig ist, sagen wir es mal so. Halt, hier durchsliden. Nichts in das Gebäude. Nee. Bin immer davon ausgegangen, dass ich ja fliegen kann, aber ich habe ja einen Strahlenschutzanzug an. Kann hier sein, dass die Teilchenbeschleuniger. Die brauchen Atommüll und gleichzeitig das nicht spaltbare Uran. Und wie ist das nochmal, das Zeug? Genau. Nicht spaltbares Uran. Das erste Mal, dass Teilchenbeschleuniger jetzt hier im Betrieb ist. Sollte, glaube ich, hier nicht, hier am besten nicht stehen, oder? Wow, sieht das cool aus. Sieht das cool aus. Eieieiei. Also, hier wird nicht an Effekten gespart. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Ja, und schon ist die erste Phase beendet anscheinend, oder? Genau, und schon geht es wieder von vorne los, das Ganze. Jetzt haben wir hier zum Beispiel diese Plutonium Pellets. Aber jede Menge sogar. Wir gehen hier entlang. Hoppla. Hier entlang. Können wir den Hypertyp mal nutzen. Die gehen jetzt hier nach vorne. Ja, Licht. Naja, Licht kann ich leider jetzt hier nicht anmachen, wenn ich hier im Hypertyp bin. Licht, genau, habe ich nicht. Doch, die gehen hier jetzt nach oben, hier rüber und letztendlich da oben rein in das Gebäude. Mit diesem Langbau hier. Und da gehen wir ganz schnell nach oben und sehen wir uns gleich wieder, wie hier die Plutonium Pellets zu was anderen umgewandelt werden. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig, was das genau war. Also, bis gleich. So, hi Leute. Ja, wie ihr gerade seht, bin ich hier im Hauptmenü und nicht da, wo ich jetzt eigentlich hinlaufen wollte. In die Produktionsanlage, in den Produktionsbereich, wo die Pellets verarbeitet werden zu anderen Sachen, wo mir gerade der Name nicht eingefallen ist. Und zwar aus folgendem Grund, weil das Video jetzt schon so lange ist, mache ich einen Zweiteiler daraus. Ja, der zweite Teil kommt dann demnächst, wird auch dementsprechend mit angekündigt. Ja, da geht's dann wieder weiter. Ja, da würde ich mal sagen, was ist für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.